Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS19, willkommen hier bei einer weiteren Folge auf der Ehrengrad mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen... Heute ist jetzt so. Jo. Letztens hat er uns der liebe Sebi mal geholfen von Bayern Playing, damit wir ein bisschen schneller mit Hexen vorankommen. Jo. Ich weiß nicht, ging es ein bisschen schneller, glaube ein bisschen, weil du auch noch mal ein paar vorher mitgefahren hast. Allzu viel. Es ging auf alle Fälle schneller, ja. Das ist auf jeden Fall. Es hat sich halt nicht arg viel geändert, weil ich halt doch im Silo war und der halt ja. Permanent am Hexen. Ja, genau. Bevor ich hier wegfahre, der MP3 ist ja noch vom Händler ausgeliehen, beziehungsweise, ja. Oh. Was? So, wir konnten jetzt den MP3 doch nicht weiter zeigen. Es gab ein kleines Malheur, man kennt's, VCA-Silo, kritisch. Nein! Ja. Auf jeden Fall, was ich jetzt euch aber zeigen wollte, wir haben hier in dem Silo 1,1, bisschen mehr als 1,1, aber 1,1 Millionen Liter Silage drin. Das würde ich mal sagen, ist nicht schlecht, also es lässt sich sehen. Und das Ganze wird jetzt der Philipp noch fertig verdichten, es ist schon so gut wie, aber hier vorne wir mal noch ein bisschen reinschieben, weil das flackert dann alles vorne draußen. Und das wollen wir ja auch ins Silo reinpacken. Ja, aber wir brauchen so oder so den Weidermann-E-Hoftrack, weil hinten dran noch was flackt. Wo steht denn bitte? Ich fahr gleich mal einen Steuerschnitt zum Hof und dann kann ich dir den schnell runterfahren. Dann passt es. Passt, perfekt. Dann machen wir mal hier wieder. Oh, Licht an. Dann dümmelst du an und dann kannst du wieder losgehen. Die letzte Zeit kam mir jetzt relativ viel Timelapse. Das wird jetzt wieder nicht mehr, also in gemäßigten Teilen kommen. Das wird jetzt wieder eher normal kommen. Was ich gleich schon sagen wollte, das Heu, was jetzt unten auf unserer Wiese liegt, das packen wir bei uns ins Hofsilo rein, haben wir gesagt, ne? Ja, genau. Okay, gut, weil dann kann ich das später dann auch da reinpacken. Thema Ansehen, weil unser Feld, wo er noch weiß drauf, dass er jetzt nicht mehr dazukommt zum Ansehen. Soll ich da gleich schnell einen losschicken? Oder machen wir das dann erst, wenn es Tag ist? Boah, wer einmal nicht kommt, der kommt da von Flo. Mann. Eieieiei. In diesen Kurven nicht überholen. Schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen fahre ich meistens immer. Ich weiß jetzt nicht, wieso ich jetzt unten rumfahren, wollte ich eigentlich oben rumfahren. Egal. Ja, wie gesagt, dann fahre ich den. Die Schaufel ist von unserem Hof oder vom Weidemann? Nee, die steht hier. Steht hier? Okay, gut. Aber das Gewicht steht an unserem Hof. Oh. Irgendwie. Wie haben wir das damals geregelt? Ja. Kritisch. Also ich kann es versuchen, aber. Ob das wenn die Schaufel alleine leer geht. Ansonsten. mir fällt da schon was ein. Ich guck mal. Ansonsten. Ich habe genügend Pläne irgendwie. Fällt mir da schon was ein, was ich dann machen kann. So. Oh ja, genau, und da wir jetzt 160.000 haben, wir haben, glaube ich, haben 80.000 irgendwie sowas, ich weiß gar nicht, wie viel es war. Haben wir auf jeden Fall von der BGA nochmal einen Punkt 24 Uhr gekriegt, weil es genau ein bisschen danach. Deswegen, wenn ihr euch da fragt, nee, das ist schon alles gerechtfertigt, dass wir den Kontostand momentan haben. Also, mini, kurz in der Timelapse sollte man es sehen. Ja. Ja, wenn man hinguckt, müsste man es gesehen haben. Der 8180 und der Schwader gehört auch nicht uns, den muss ich dann auch noch zum Beispiel zum Händler zurückfahren dann im Laufe der Zeit. Der steht hier. Ist auch voll, wunderbar. Können wir den mal anmachen, dann hört man immer nie was. So, Licht an. Oh, da auch so eine Beschleunigung, so eine krasse. Wenn man das... Die Differentialsperre beim MP-Truck bringt null. Ja, wo, wenn das Gewicht am Hof ist, wo haben wir das hingepackt? Es müsste entweder da an der Gewichtsleiste da. An der Silowand. An der Silowand ist netter, da stehen nur unsere normalen Gewichte. Gucken wir jetzt hier oben über den Kuhstall. Haben wir das überhaupt die noch? Gabel? Ja doch, das haben wir doch gekauft. Also ich jetzt war jetzt eher. Okay, das ist die Kamera, okay. Ich hätte so eher gedacht, dass es noch am Händler, nicht am Händler, an der BGA steht, wenn wir das gar nicht mit hergenommen haben. Weil ich finde es jetzt hier also nicht. Also gekauft haben wir's. Ja, den hatten wir letztens noch. Ich gucke jetzt hier vorne nochmal, aber ne, hier ist es nicht. Ah, es steht dann der BGA da außen draußen. Achso, ja, okay, gut, dann fahre ich runter. War also, dafür eine Ballenaktion? Oh.
Egal. Ich kann mich ganz dunkel dran erinnern, ganz, ganz dunkel. Ja, ja. Soll ich nur irgendwas mitnehmen? Nee, sonst ist alles da, oder? Oh Gott, da war eine Wunde. Yep. Gut, weil dann fahre ich den Kollegen jetzt mal. Nun, ich fahr oben rum. Oh, das war nochmal knapp entschieden. Eieieiei. Aber geht. Ach ja. Da oben Bergwacht. Was ist die Bergwacht? Kann unmöglich sein. Auch schön beleuchtet. Ha ja, ist schon schön, ist schon schön. Dann drücken wir mal damit 35 Schnunder. Dann werden wir nochmal ein bisschen. Oh, schnell fährst du. Das geht auch nicht. Früchtechen. Ah ja, okay. Hat er einen Getränkehalter? Nee, ne? Glaub nicht. Oh Gott. Nee, hat er nicht. Muss jetzt zwischen meine Beine klemmen. Das würde glaube ich auch gar nicht halten. Wo? Zwischen den Beinen? Nee, das Getränk allgemein beim Weitermann. Ach so. Ja, kommt drauf an, wie tief der Getränkehalter ist. Wenn er eine bestimmte Höhe hat. Nee, dann... es würde einfach. Also Red Bull auf alle Fälle nicht. Ja, okay, das würde überschwappen. Es kommt halt drauf an, wie viel drin ist. Wenn nur so ein Zentimeter drin ist, dann, ja, könnte es vielleicht funktionieren. Bin gleich da. Ich habe überhaupt noch, hier oben fährt normalerweise auch, also wir haben noch kein einziges gesehen. Ja, okay, wer um 12:30 in der Nacht unterwegs ist, da sollte man sich auch Gedanken machen. Ach, oh. Drum hast du ja den eh. Ja, ganz leise. Dass keiner aufwacht. Da steht die Schaufel. Ich gucke die Schaufel vorher an, sonst passiert wieder ein Unglück. Hallo. Jo. Oh, Brems. Bremsen hat er nicht so, ja. Nee. Und wo lag das Gewicht? Außerhalb vom Zaun, oder? Hast du gesagt? Ah, ich glaube, ich weiß wo. Hinten im Buschi, oder? Ah ja, da sehe ich was. Dass es nicht nach Buschen aussieht. Weiß nur nicht, ob ich es anhängen kann. Doch, doch. Du stehst falsch dran. Oh. Willst du das anhängen? Nee, ich konnte es nicht anhängen. Du musst so ranfahren. Oh Gott, das ist gerade zurück. Also, was ist gerade zurück? Ja, bisschen einlenken. Noch ein bisschen, noch ein Stück. Ah, ich kann es ankuppeln. Oh. Keine Angst. Okay, so. Geh. Ist das original? Ist es immer so? Ja, ja, das ist immer so. Okay. Ja, okay, dann bei so einer Achse würde auf jeden Fall auch Red Bull, wenn bloß noch ein Zentimeter drin ist, wird es auch umkippen. Also, früher oder später müssen wir uns echt um den Radlader kümmern, ich sag's wie es ist. Ja, so darfst du. Ich würde erstmal sagen, von den 160.000 wird erstmal so ein Torian Sinus gekauft da. Entweder das oder die Zündung aus, ja. Ich weiß nicht, ob du dabei bist, aber bei der Dingens, wie heißt dann gleich wieder? Ah, der war halt auch teuer, ne? Der. Ach, der war auch seinen Kopf, der seinen Armkranz drehen kann. Wie heißt denn der? Genau. Ist halt die Frage. Weil der wäre ein bisschen größer als wie der Weidemann, aber ob er sich jetzt für die BGA gut ist. Die Frage ist halt. Weil der ist halt, der kostet halt auch 90 oder 100.000. Lohnt sich der? Ja, das ist halt das andere. Weil ich glaube jetzt für die BGA am Schippen ist er jetzt auch nicht so perfekt geeignet. Meiner Ansicht nach. Naja gut, du kannst dir mal ein normales Gewicht hinterhängen. Das ist halt. Ja, nee, aber vom Ganzen im Prinzip, also. Ob wir dann nicht gleich voll auf den Radlader einfach gehen sollen? Also ich würde auf den Sinus-Radlader gehen, der reicht vollkommen. Der Mod, der wo neu rauskam, wir gucken uns ja mal an, was denn alles so Schöne gibt. Mod oder der vom DLC oder so, keine Ahnung. Der Sinus ist ja der mittlere, glaube ich, ne? Das ist der mittlere, ja genau. Weil der Torian ist ja so, ja, ein bisschen zu groß, würde ich sagen. Also Torian Sinus heißt eigentlich. Ja. Oh, machen wir nochmal. Ich wollte eigentlich hinten.
Jetzt hat. Nein, muss man das mal nochmal einzeln belegen. Die Orbit Chain, wie viel? Also im Prinzip, sie sind schon einzeln belegt auf der Tastatur, aber ich habe keine Ahnung, was die Button dafür sind. Die Arbeitsscheinwerfer 5 und 6. Echt? Ja. Auf dem Numpad? Oh, tatsächlich. Ja. Oh, okay, sollte ein bisschen innen an sich gehen, dann kann ich besser fahren. Ich bin vielleicht dumm, aber so dumm bin ich auch nicht. Das war also. Glaub ich da alle. Also ich meine, der MLS ist dumm, halt am PC. Ach so. Ach so. Und ja, ein bisschen Real Talk, ich heute so ganz normal auf YouTube unterwegs, dann kriege ich so eine Nachricht von Bild, also no Sponsoring und so weiter, no Werbung. Auf jeden Fall, ich lege das so drauf, denke mir so, okay, was ist jetzt wieder krasses in der Welt passiert? Und da sehe ich das dann in Myanmar, ich hoffe, ich spreche es richtig aus da. Weil, das ist gerade, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast schon, was bei denen los ist. Was ist da los? Auf jeden Fall, also da ist, habe ich die Pickup schon, ist oben. Also ich hoffe, ich jetzt sag's jetzt richtig, wenn nicht, dann tut's mir leid. Am besten guckt euch jetzt selber zum Beispiel nochmal an, über irgendeiner Zeitung oder bei Nachrichtensender oder was auch immer. Auf jeden Fall haben da halt also Bürger, normale Bürger, haben da ganz normale Proteste, wie jetzt in Deutschland, zum Beispiel mit Klima und so weiter, was jetzt gerade nicht mehr so doll ist, die Proteste da, glaube ich. Auf jeden Fall solche Proteste halt eben. Und ja, da ist halt das Militär dann gleich gekommen und hat alle, die wo jetzt, viele Gruppen, die wo da protestiert haben, hat die regelrecht erschossen, entweder mit Kopfschuss oder was immer, das sofort weg waren. Mit dem Flugzeug wurden Bomben abgeschmissen auf die Stadt, Granaten. Also da ist ein kompletter Endzustand da. Oh! Eieiei! Das ist nicht normal. Und bei dir ist was auch nicht normal, habe ich gehört. Geht's alles gut da hinten, oder? Ich hab das Schild aufgehängt, damit ich schön festfahren kann. Ja, oh. Das, ich sag's mal so. Die Frage ist, welches Gewicht? Front oder Frontgewicht, ne? Schild, mein Oh. Ja, dann kritisch. Ich glaub, dann ist er hinten ein bisschen zu leicht. Ich nicht gut gesagt. Ganz schwierig, sagst du. Ich hab gerade das Gewicht abgehängt, ne? Ja. Damit ich hinten anhängen kann. Mhm. Gut, dass ich weiß, was ist. Okay. Sieht's bei den Schäfchen aus? Oh, die haben schon wieder eine komplette Wollepalette produziert. Das ist auch so schön. Oh, wieder Innenansicht, damit wir hier wieder besser sehen können, wo die Schwarte liegt. Aber ja, wie gesagt, mir ansehen würde ich dann noch warten bis Tag ist, oder? Ich muss runterschalten. Ja, ja. So. Und ja, wie so die letzte Woche oder die letzten Tage, sagen wir so, nicht so viel Ehrengrad und so weiter kam. Liegt einfach daran, weil das komplette Produzieren von die Timelapse, also das Häckseln, ist jetzt nicht so, dass wir 25 Minuten im Prinzip aufgenommen haben, das ist dann eine Folge, sondern wir haben da oft eine Stunde teilweise aufgenommen. Ey, das ist ein magischer Moment. Ja, warte, ich bin gleich da. Muss bloß nochmal schnell die Kurve fahren müssen. Auf jeden Fall haben wir da teilweise eine Stunde aufgenommen, was dann am Schluss... Och man, du hast das hinten noch nicht mal weg. Also, was dann am Schluss ungefähr 25 Minuten, oder nicht mal ganz 25, 15 vielleicht oder so, in Timelapse dann, Videomaterial waren und ja, das waren. Also ja, und das ist nicht durch die Wand gepackt wie beim letzten Mal, sondern das ist, soweit wir wissen, oben drüber gefallen einfach. Entweder wir sind den Ladewagen ein bisschen zu weit hinten hingefahren oder ist runtergefallen. Boah. Dick halt, hier ist eine Schippe. Ja, wahrscheinlich nicht mal eine ganze. Das ist hier so eine Box. Ja, ist halt hier, ne? Das Gewicht ist aber auch nicht mehr original lackiert, das schaut auch. Schaut ein bisschen dreckig, ein bisschen. Na, da ist die Wand. Dummes Schrödück.
Bei mir ist ja keine Wand. Ja doch, da, die unsichtbare. Warum ist deine unsichtbare? Weil da Map-Ende ist. Wir sind direkt am Map-Ende rangeklatscht worden. Da hinten sehe ich schon gar keine Buschen mehr. Ah. Das Gewicht ist zu viel. Jetzt wieder nahe, jetzt wieder umgefallen. War da was? Hat das irgendwas auf? Oh. Scheiße, da war Zero. Oh. Ich ahne nichts so Gutes. Ich glaube, das. Oh. Wir haben da jetzt eine Dölle drin, würde ich sagen. Ich mach einfach das. Nee, ich mach das jetzt zu und mach das Knall. Das ist ja, andere. Wegen dem bisschen da, das ist wurscht. Ist ja ein magischer Mund. Moment. Wieso geht der Arm von alleine hoch? Egal. Ja, ich bin da. Es war schon mehr so, ne? Ich nix zu. Ah, warte. Oh. Ich hab vergessen. Kann der. Oh, ah! Er ist draußen. Ja, hier flackt noch ein bisschen was, aber. Der Arm war komplett von alleine aufgehoben. Das ist, glaube ich, nicht original, das ist so hoch. Eieieiei. Wir wollen ja noch schlimme Dinge passieren. Hätte was zeigen? Ja, warte, ja, ich bin noch da. Oh. Nee, ich bin weg. Nee, tschüss. Das wird mir zu viel. Nee, das ist zu viel des Guten. Oh, Mann. Der gute Weide, Mann. Das ist für gut. Ja, okay. Junge, was der schon mitmachen musste. Das ist ja niemand feierlich. Wie oft der schon weggeschossen ist. Also, jo, kann man machen, ne? Die Schrottlaue liegt einzeln. Wenn er bei uns da ist, muss er das abkönnen. Mhm. Das ist so. Ja, wie soll ich denn sagen? Schwierig, du. Mhm. Aber für den Torion, sag ich schon. Für den. Warte mal, Torion Sinus, oder? Torion Sinus, ja genau. Torion Sinus, ja, ich hab's nur gemerkt, haha. ja, müssen wir halt dann auch eine passende Schaufel raussuchen, ne? Die war halt auch passend. 5000 Liter, gib ihm. Hm? 5000 Liter, gib ihm. Also, ja, wenn das Gewicht hinten dran ist, der Roller hat er, glaube ich, keine Probleme. Hashtag gemeine Rade, hä? War da was mit Telelader, mit dem Skorpion? Nein. Er muss halt tatsächlich. Das aber auch, gell? Ja, aber am Skorpion oder so, da passt das Gewicht einfach ran. Da gibt's keine Probleme, auch wenn er jetzt vorne nichts dran hat. Und ich weiß gar nicht, hatten wir da das gleiche wie das ist oder hatten wir da noch ein größeres oder ein kleineres? Ich glaube, das war es gleich. Nochmal größer hatten wir. Nochmal größer. Ja, okay, wie viel wiegt denn ein Skorpion? 2 Tonnen? Safe, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Keine Ahnung. Aber ja, so ungeschätzt um die 2 Tonnen, würde ich mal sagen, Wicker. Also leer. Und der Weidemann. Naja, also 2 Tonnen hat er wahrscheinlich dran, der wiegt schon mehrere. Also. Naja, aber ja, dann im Gegensatz, wenn man das Gewicht dann da hinten dran klatscht mit, weiß jetzt nicht, wie viel das dann hatte. Hatte es 2-3 Tonnen oder? Irgendwie sowas. Oder ein bisschen mehr. Auf jeden Fall ist das auch schon angenehmer als für einen Weidemann ein 2 Tonnen Gewicht hinten dran mit. Eineinhalb? Oder eineinhalb. Ich weiß nicht, wie viel Gewicht hat ein Weidemann? 450 Kilo? Ein bisschen mehr? Ja, sowas. Mit der Größe. 400 Kilo. Also, ja. Achslasch, würde ich mal sagen, ist da. So. Welche Verfahren ist hier? Eieiei. Da habe ich gesehen, liegt nur so ein ganz kleiner Rest. Ich weiß nicht, wieso er den nicht aufgesammelt hat. Oder ob er den überhaupt aufsammelt, aber ansonsten nehme ich ihn halt jetzt mit. Ja, jetzt ist er reingegangen. Keine Fragen. So, hier ist eine Schwatt. Ich weiß nicht, ob das ist von vorhin, weil ich glaube schon. Wir müssen langsam echt mehr schlafen. Ja.
Sollen wir den B-Truck waschen oder sollen wir den dreckig zurückgeben? Ich würde ihn tatsächlich schon waschen, weil sonst steht er so sau dreckig am Händler. Ja. Aber ich glaube, was wir tatsächlich. Warum sie? Was wir vorher nochmal machen müssen, bevor wir schlafen müssen, um unsere Wiesen düngen. Das können wir danach auch. Ja, was halt dann mein Problem ist, weil dann ist das Zeug gewachsen. Dann sehen wir es nicht mehr. Oder nicht mehr so gut. Und wenn es ausgewachsen ist, können wir es nicht mehr düngen. Doch, Wiesen schon. Wenn es komplett ausgewachsen ist, doch nicht mehr. Doch, Wiesen schon. Wenn es erntereif ist, kann man Wiesen düngen. Nein. Never. Sonst hätten wir die andere ja auch gedüngt. Nee. Man kann nur düngen, wenn sie im Wachstumszustand ist. Wenn was schon reif ist, geht nicht mehr düngen. Auch Spritzen oder sowas geht dann nicht mehr. Okay. Das muss alles, auch wenn es zum Beispiel noch, wenn es letzte Wachstumsstufe ist, dann kannst du es noch düngen, aber sobald es in erntereif fällt, ist nicht mehr düngbar. Okay. Also so war es immer. Wenn wir jetzt neu, wenn es jetzt anders wäre. Oder sollen wir einmal düngen weglassen? Mir egal. Ja, mir auch. Kaum düngen wir mit. Ja. Wenn wir mal gucken, ob wir das in der Aufnahme machen oder in Teil, wenn wir in der Aufnahme machen. Ich tanke dir den Betrag noch ein bisschen, gell? Ja, aber dann ist halt die Frage, sollen wir uns einen zweiten Schnitt zumieten? Weil sonst brauchen wir halt ewig. Was? Leiterwagen? Düngerstreuer meine ich. Wir haben doch den großen. Großen? 24 Meter halt. Mit dem Prallteil und alles. Den kleinen Halter, aber mit dem Prallteller. Achso, du meinst und mieten? Den haben wir doch gekauft! Nee, wir haben den Grenator. Ach ja, stimmt, bald mal. Ja, wir haben keinen, Redal, ja. Wir haben den kleinen Süßen, der wo vom Büro immer war. Okay. Wieso packt das jetzt nicht mehr? Steier, machen wir jetzt. Schwach hier, hallo? Okay. Kann ich jetzt gar nicht sagen, wie sie da lassen wir es halt liegen. Oder wenn er noch ein bisschen mit Schwach ist? Komm, jetzt hat er aber. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wieso vorhin gerade so abgekackt ist, dann plötzlich dann. Naja, wir haben es mitgekriegt. So pingelig sind wir jetzt. Ah, nett, komm. Was bist du denn jetzt so? Oh. Ich bin gerade mit dem Stein unterwegs nach Hause. Okay. Dann haben wir die runter. Die Schwarte haben wir genommen, da vorne liegt auch noch eine. Naja, die werden wir nicht ganz mitkriegen, leider. Sind wir vorher voll. Damit war es auch fertig sind mit der heutigen Folge, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Und den roten Knopf Grashelm, falls ihr nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erde. Gerade immer das 19er-Pin.dlc zusammen mit Philipp. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. We'll be right back.